Es war einmal ein kleiner roter Plastikelefant. Hannibal Lism on the Via Alpina Ganz besonders ist die Geschichte abenteuerlich. einer unglaublichen Reise, Zu Fuß wollten sie die Alpen genauer überqueren, gesagt mehrere vom Mont Reisen, Blanc bis ans Mittelmeer wandern. Mit dabei sein treuer Freund, der Dackel Sancho. Die drei Freunde zwischen 2009 und 2013 durch den gesamten Alpenraum führten. Tauchen Sie ein in diese Geschichte und begleiten Sie die drei bei ihren unglaublichen Abenteuern zwischen Palmen und Gletschereis, zwischen Matterhorn, Mont Blanc und Meeresstrand. Wandern Sie mit auf der Grande Traversata delle Alpi und erleben Sie großartige Landschaften, beeindruckende Ausblicke und interessante Einblicke in Kultur und Geschichte der westlichen Alpen. Bergdörfer lagen auf ihrem Weg, aufgereiht wie kostbare Perlen an einer Schnur. Hannibalism on the Via Alpina. Das sind schöne Bilder, lustige Menschen Aktionen trafen sie, und interessante nicht nur, Begegnungen. sondern auch jede Menge seltsame Tiere. Erleben Sie künstlerische Live-Performance hautnah. Das ist atemberaubende Spannung und packende Action im Spiel mit den Elementen. Und das Ganze gewürzt mit einer ordentlichen Prise Humor, sowie dem einen oder anderen Augen- und Ohrenschmaus. Alles in allem ein Fest für die Sinne. Hannibalism on the Via Alpina. Das ist ein Film für die ganze Familie. Eine Ode an die Alpen und an das Wandern. Eine Einladung zum Träumen. Und gleichzeitig die Geschichte von der Verwirklichung eines Traumes.